Hallo liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit. Heute Freitag, den 11. Oktober 2013. Ich bin Dietmar Mörs. Ich spreche hier aus meinem mobilen Unternehmen für Lichtgeschwindigkeit im Moment aus Köln und habe etwas zu sagen zu der Echtzeitlage und zu den darauf bezogenen Holzmedien hier, Süddeutsche Zeitung. Strafbefehl gegen Bischof beantragt. Das ist hier jetzt der Dauerbrenner, da ziehen Sie sich dran hoch und das möchte ich hier zum Thema machen. Also der Bischof von Limburg und dann die gesamte Heuchelbande der katholischen Kirche im Moment, das ist hier Gegenstand meines Kommentars. Zunächst möchte ich aber sagen, ich habe doch hier die große Dame der kurzen Geschichte doch gar nicht nötig, denn ich habe ja hier die Frauenzeitung, die Taz aus Berlin. Und die Taz aus Berlin hat aber was Nettes, das möchte ich jetzt mal sagen. Man muss sie auch loben, sonst gehen die nämlich ins Eckchen und heulen und dann hören sie ganz auf, die Frauen hier von der Taz. Guck mal, wie toll die ist. Die große Dame der kurzen Geschichte. Meine Güte, ist es nicht toll? Widerspruch nirgends. Außer hier, bei Verboten auf der Taz, da heißt es: Guten Tag, meine Damen und Herren, die Verleihung des Literaturnobelpreises an Jürgen Trittin hat ein geteiltes Echo gefunden. Kritiker monierten, dass Trittins letztes Werk, Steuern hoch und nichts dafür zurück, aufgrund seiner hohen Komplexität nur 8% des Lesepublikums erreicht habe. Eine andere Fraktion äußerte grundsätzliche Zweifel an der Fähigkeit des Autors, Emotionalität zu transportieren. Ach, ich hoffe, man merkt, wie ich hier emotional auf- und abgeladen bin. Allgemein war erwartet worden, dass in diesem Jahr dem Realismus in der Belletristik der Vorzug gegeben würde, etwa durch eine Preisverleihung an den Autor Winfried Kretschmann. Aber Kinderbücher gehen eben immer. Das gefällt mir besonders, weil ich gestern bereits bei meiner Kurzbetrachtung zu den Grünen natürlich die CDU-Abseitigkeit von Kretschmann herausgestellt habe. Die haben es also hier getroffen, in my humble opinion, wie es immer so schön heißt im Internet. Ja, und dann haben die hier also den Strafbefehl gegen den Bischof und das möchte ich jetzt hier darstellen. Und hier heißt es auch Zollitsch, das ist auch so ein Kathole, distanziert sich von Thebaerts van Elst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da weiter leben könnte. Strafbefehl beantragt. So, also das ist es wirklich wert zu sagen. Was ist das für eine Schweinebande? Ich habe es gestern schon gesagt. Die Kirche hat keine rechtsstaatliche Stellung. Die Kirche hat Kirchenrecht, eigenes Recht im Staat. Ich übertreibe, wenn ich sage, sie haben noch Sklaventum gegenüber den Mitarbeitern der Kirche. Aber wer mal die Führung und Gerichtsprozesse miterlebt hat gegenüber Mitarbeitern der Kirche, der sieht, wie willkürlich dort gehandelt wird. Schweinereien noch und noch, Irrenanstalten, Nervenzusammenbrüche, Töchter von Pastoren werden fertig gemacht und alles das. Also man glaubt es nicht und kein Recht. In Deutschland, auch in der evangelischen Kirche, Sonderrechtsstellung im Kirchenrecht. So, und dann, jetzt kommt der Punkt. Dann tritt der Alois Glück, der Oberbayer, der als Politiker wegen Machenschaften der bayerischen CSU seine Karriere lieber abbog und sagte, ich will zukünftig ohne Wähler mein Geld verdienen, wurde also katholischer Obersprecher. Alois Glück in Bayern, der hat gestern im Fernsehen erklärt, schließlich würde er dazu jetzt keine Stellung nehmen. Bischof von Limburg und so weiter, es sähe ja alles nicht so gut aus, aber es gilt das Prinzip der Unschuldsvermutung, solange noch kein rechtsgültiges Urteil gesprochen ist. Und genau das ist eine Frechheit von diesem katholischen Glück, denn Unschuldsvermutung im katholischen Kirchenrecht ist Schwachsinn. Das gilt in unserem Rechtsstaat beim allgemeinen Recht Unschuldsvermutung und schuldig ist jemand, wenn das Gericht gesprochen hat. Hier gibt es keine rechtsstaatliche Gerichtsprozessoralität gegenüber dem Bischof von Limburg, denn der hat das, was er getan hat, wahrscheinlich zu Recht getan.
Der hat nicht mal Recht gebrochen. Und wegen irgendeines dämlichen Interviews, wo er dann eine falsche Erklärung abgibt, da ist im Grunde genommen nichts weiter gesagt, als warum spricht eigentlich ein katholischer Bischof mit dem Spiegel? Ja, muss er doch nicht. Er kann auch in den Spiegel gucken. Es wird kein rechtsgültiges Urteil im Rechtsstaat geben gegen diesen Bischof, weil der diesem Recht gar nicht unterliegt. Ja, wir haben die Grenzen von Rechtsstaat und Kirchenrecht gesehen bei der besoffenen Bischöfin von Hannover, die von der Polizei geschnappt worden ist, auch nur deshalb, weil die Polizei sich geirrt hat. Die hatten die Bischöfe nicht erkannt. Wenn sie erkannt hätten, hätten sie durchgewunken. Ja? Aber sie haben sie geprüft und Alkohol und Führerschein weg und dann ist die zurückgetreten, aber nicht aufgrund rechtsstaatlicher Verurteilung. Aufgrund dessen hat man ihr nur den Führerschein weggenommen. Also mit anderen Worten, dieser Bischof mit seinem Luxusnamen Thebats van Elst wird keinen rechtsstaatlichen Prozess bekommen wegen seiner zu teuren Bauten in Limburg und wegen seiner eidesstattlichen Erklärung wird er ein Ordnungsgeld bekommen. So sieht das wahrscheinlich aus und ich möchte sagen, die Überschriften sind künstliche Aufregung, stattdessen wir andere Themen haben, nämlich die Eierei der mehrheitlichen CDU, CSU in der Regierungsbildung, Frau Merkel, die Eierei mit den Asylanten, die wir nicht menschlich aufnehmen, die Schuldenpolitik, die Eierei der amerikanischen Regierung vor der Staatspleite mit Auswirkungen auf unsere deutschen Finanzen, auf die europäischen Finanzen, auf Deutschland, die Eierei mit der Tatsache, dass die UBS beim Rating der Bonitäten offensichtlich riesige Fälschungen gemacht haben, sodass tatsächlich die Praxis, also der Geldfluss der Bewertung amerikanischer Staatsanleihen, viel schlechter schon aussieht, als sie bis jetzt an den Börsen gehandelt haben. Da wird betrogen und gelogen. Alles das wird vertuscht. Stattdessen steht hier groß im Rampenlicht sowas hier. Der lachhafte Bischof mit seinem tollen Kirchenbau. Und dann sowas hier, Marilyn Monroe für Kurzgeschichten. So, das war hier meine Kritik an der katholischen Kirche und an der Publizistik in Deutschland. Es gibt kein rechtsgültiges Urteil im Rechtsstaat gegen diesen Bischof. Wird es nie geben. Zu sagen, wir warten auf so ein Urteil, vorher haben wir keine Meinung, ist Unfug. Man muss das mit der katholischen Kirche so machen wie beim Fußball. Ja? Wenn einer Hand macht, dann gibt es einen Elfmeter. Wenn das die Notbremse ist, rote Karte. Und Elfmeter. Und er wird sofort vom Platz gestellt. Und dann gibt es irgendwann im Sportgerichtsverfahren später ein rechtsgültiges Urteil. Aber zunächst mal ist unverzüglich die Aktion zu stoppen. Und hier ist von dem Alois Glück, dem Oberkatholen aus Bayer, dieser Bischof von Limburg sofort zu stoppen und nicht zu sagen, ah, solange es kein rechtsgültiges Urteil gibt, schießen wir auch keine Elfmeter, wird der Spieler auch nicht vom Platz gestellt. Das ist hier die richtige Einschätzung. Bitte kostenlos übernehmen, Lichtgeschwindigkeit heute am Freitag, den 11. Oktober.